Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil von Finte Button 15x15 Buttons. Und wir gehen mal rein. Als erstes zeige ich euch den Chat. Ach, durch das Ausloggen ist das natürlich weg. Diese Tastenkombination, ja. Okay, dann tut das mir jetzt sehr, sehr leid. Auf jeden Fall, wir sind hier im sechsten Level stehen geblieben und suchen immer noch den dämlichen Knopf, den ich nirgendwo sehen kann. Stelle jetzt einfach mal das Spiel ganz kurz auf Deutsch um, damit ich die Helligkeit eventuell etwas höher schrauben kann. Denn das ist mir eindeutig zu dunkel. Und wir werden auch auf Deutsch weiterspielen dann. So, na komm. Für die kleine Verzögerung jetzt tut es mir leid, aber der braucht halt gerne mal etwas. So. Dann gehen wir mal auf 50% Helligkeit. Ja, das ist doch schon etwas besser. Aber das ist immer noch. Ich schraube das dann auf jeden Fall wieder runter. Wir waren ja bei düster. So, jetzt sehe ich für meine Verhältnisse auch ein bisschen klarer. Aber den Knopf sehe ich trotzdem noch nicht. Haben die hier überhaupt ihn angebracht? Was ist eigentlich das? Ja. Ist das ein Half-Step? Oder eine Treppe? Ha, okay. Hier ist definitiv auch kein Knopf drunter. Das bezweifle ich mal. Ja. Okay. Die Frage ist ja auch, was für einen Knopf suchen wir? Ob Holz oder Steinknopf? Das Erde. Man könnte denken, da ist was drunter, aber ich komme dort nicht hin. Also ich bin der Meinung, die haben den Knopf hier vergessen. Ich kann mich hier hochziehen und gucken, da sehe ich genauso wenig. Also entweder haben die den
Ernsthaft vergessen, ne? Oder ich bin einfach nur blind. Hier kann der nicht sein, oder? Ich habe doch jetzt auch schon 1000 Mal rumgeklickt. Man sieht aber auch nichts durch das, was ich. Schalte jetzt mal die dämlichen Partikel aus. Das war falsch. So. Ja. Gut. Also langsam verzweifle ich. Das Problem ist, ich komme auch nicht weiter. Solange wie ich den Knopf nicht gefunden habe. Das ist nicht schön. Hier ist ein Erdblock. Das auch ein Block. Hier war Kems. Hier war noch sowas. Das auch Erde. Das auch alles zu. Der Knopf kann nur hier sein. Weil man sieht, dass hier eine Öffnung ist. Aha! Da haben wir. So. Düster wieder einstellen. Das war jetzt Level 6, dann gehen wir jetzt auf zu Level 7. Hallo, danke. Level 7. Also Level 6 war echt die Härte. Kann ich das hiermit immer noch abbauen? Nee. Hi-ho, hi-ho. Lass mich bitte wieder runter. Danke. Da ist er. So. Wir waren jetzt bei unserem Pferdchen hier. Dann gehen wir jetzt zu Level 8. Und es ist wieder so dunkel. Och nee. Ach weh, der ist oben, irgendwo oben an der Decke. So, hier ist auf jeden Fall kein Knopf.
Und wehe, der ist in der Lava. Aber man war hier hinten nicht eine Öffnung. Da hinten ist eine Öffnung. Ah, okay. Dann glaube ich, weiß ich, wo der Knopf ist. Da ist er. So, da waren wir. Dann gehen wir jetzt ins Level 9. Komm, hör auf zu brennen. So. Level 9. Okay, das würde dann Level 10 bestimmt sein. So. Dann gucken wir mal hier oben. Also hier sehe ich noch keinen Knopf. Oder Button. Oder ja, wie man es immer nennen mag. So, hier sehe ich auch nichts. Da ist eine Wand. Ja. Da ist eine Wand, aber kein Knopf, oder doch? Nicht, dass ich hier jetzt runterspringe und nicht mehr rauskomme. Ich bin nicht gerade so ein guter Jump'n'Runner. Wir versuchen es einfach mal. Nope, hier ist kein Knopf. Das war klar. Oh, bis ich hier raus bin. Ah, ich hab's geschafft. Also nochmal bis ganz hoch. Okay. So, dann geht's hier weiter. Und hä? Ich komme nur hier runter. Och nee, das ist kein Jump'n'Run-Parcours, oder? Hab doch gesagt, ich kann sowas nicht. Aber wo soll der Button sein? So, jetzt stecke ich fest. Ha! Jetzt stecke ich fest und komme natürlich nicht mehr raus. Das ist mies. Das ist sehr mies. Ja, was macht man jetzt? Hier geht ja gar nichts. Ja, ich komme hier nicht mehr raus. Ja, das heißt dann wohl Ende im Gelände. Level 9 wird mir zum Verhängnis werden. Wir machen das so, ich beende die Folge hier. Ich setze das Spiel nochmal zurück und im nächsten Part spielen wir es dann zu Ende durch. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.